Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5, yeah! So, wir sind mit Franklin im Schießstand, aber das haben wir ja schon gemacht im letzten Part. Da gibt es neue Ware im Ammunition, sehr schön. Und wir haben Rabatt bekommen. Ah, Haftbomben gibt es da jetzt. Wir sind ja gerade hier, können wir gerade mal gucken. Rabatt haben wir bekommen, ich glaube 10% waren es. Da wir die Challenge absolviert haben, mindestens alles auf Bronze. Hat ja dann gut geklappt, da gibt es Waffen. Die können mir eigentlich holen. Habe ich die schon? Ah, die habe ich schon, ne? Also gut, Patronen kosten. Ja, ich müsste eigentlich genug Waffen haben. Warum ist auf der Karte jetzt das M von Michael markiert? Können wir da starten mit Franklin? Achso, ne, die werden ja alle markiert. Ja gut, würde ich sagen, wir wollen heute... Ne, falsch. Ich drücke mal falsch. Story-Mission machen. Das heißt, wir wechseln zu Michael. Spielen mit dem weiter. Mit Trevor haben wir in den letzten Parts immer gespielt, da wir ihn freigeschaltet haben. Wenn man das so sagen kann. So ein bisschen. So, wir können kurz laut werden. Popschutz richten. Das Ding von meinem Mikro und ich meine nicht mein Penis. So. Michael, was machst du? Manchmal machen die komische Sachen. Da habe ich schon Sachen gehört. Die waren ganz schlimm. Oh, okay. Er trinkt ein. Ah, fuck is this shit. Is that yours? Of course not. I have only got myself to blame for the mess these kids are in. You are either drunk or you're staring miserably at the clouds or you're out there doing God only knows what. Oh yeah. I done horrible by you. Pulled you out of a Midwestern trailer park. Got you a big mansion in Rockford Hills. Hell, the only thing you gotta worry about anymore is what part of your body you wanna have chopped off or sucked out again. Screw you, Michael. Ah, but you won't. I was faithful to you up until I found you in a stripper. I would divorce your ass if I could. You are nothing but a murdering, cheating hypocrite. Thank you, Michael, whatever the fuck our fake last name is. You have ruined my serenity yet again. My yoga is fucked. Oh, is that what they're calling it now? You and your fucking yoga. Did someone say yoga? Oh, hello, Fabian, darling. Namaste. Namaste. You must be Miguel. Namaste. Nama, go fuck yourself. Michael! You've got to work on your anger, brother. It's killing you. Yeah, tell me about it. Ah, there you are, you little shit. Are you looking for this? No. Very funny. You know, you're a real asshole. What did you just fucking say to me? Stop it! You're ruining my fucking yoga! Somebody say yoga? Trevor? Michael. Hey. It's good to see you, man. Yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's been resurrected. Ain't this grand, huh? Yeah, well, I got in a bit of an awkward situation. You're telling me, bro? Yeah. One of those fake your own deaths to your best buddy, and then run off with the dough, and then live in a big mansion. Awkward situations. It's one way of looking at it. Yeah, do you have any other ways of looking at it? Because I am all out. Look, it was a long time ago, man. I've been in witness protection. I still am. That's great. That's great. I'm sorry. I'm sorry. Where are my manners, right? Amanda, it is good to see you. Oh, I missed you. You used to be fatter. Nice new tits, by the way. Jimmy, you used to be thinner. But, can't blame you. Who are you? Namaste. I'm Fabian. Good Lord. Where's Tracy? Where's your sister, Jim? She's trying out for TV. She's what? Yeah, she's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame?
The fuck are you talking about? You know, it's that talent slash skills show. She loves it, you guys know that. What's her talent? Dancing. Oh, Christ, she's a horrible dancer. Michael! Come... She might disagree with you on that. Jesus Christ, what, now? Now? Where? The Maze Bank Arena. Oh, little Tracy being humiliated. Let's go, we go get her. We? Yeah, we. What, are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughingstock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go, come on! All right. Begib dich zur Maze Bank Arena. Okay, das war ein epischer Moment in dem Spiel, aber ja, ich hätte das ein bisschen anders erwartet. Aber war trotzdem nice, gut, weil man die Kackklamotten an, die ich ihm verpasst habe. Und die Mission ging schon los. Ich habe ja noch ein bisschen reingelabert am Anfang. So, die labern jetzt, da bin ich mal ein bisschen ruhig, was die labern. Dude, Mike, what were you doing? I was making myself a juice. Broccoli, raw kale, fish oil. This recipe I got is packed with nutrients, fibers, vitamins, and it don't taste bad. I'll send you the recipe. Anyway, get this. I'm making it. The blender slits. Die labern irgendwelche Scheiße, super. Ich dachte irgendwas Wichtiges über die Geschichte von denen. Big fucking bag, Jimmy's, right? Okay, just that moment, Amanda comes in. Alter. Me there with. I didn't ask for a blow by ja, wollte ich auch schon sagen. How you lost your last ounce of masculine pride. I wanted to know what you've been doing for a decade. Easy, T. Don't T me. Hey, if anyone needs kale, my friend. I'm beyond pale, okay? It's too late for kale. And its magical powers to have any effect on me. Fine. Or yoga. Or talk therapy. Die labern echt gerade nur Mist. Und es ist echt schwer, darauf aufs Fahren zu konzentrieren, wenn man unten liest. Na gut, ihr könnt es ja mitlesen. Alles werde ich dann auch noch machen. Gut, wie gesagt, ich habe ja gedacht, die werden jetzt sich ein bisschen hier fetzen. Ist das jetzt, wie heißt die Mission, habe ich jetzt nicht gelesen. Oh, fuck. Weil die letzte da hieß ja Wiedervereinte Freunde. Und da hat man ja schon gemerkt, man wusste ja, dass die dann wieder zusammenarbeiten. Aber trotzdem gab es da natürlich Spannungen, das wusste man ja. Aber war wieder eine nette Videosequenz. Sehr lustig. So, wir sollen Tracy, unsere Tochter da rausholen. Schon wieder. Diesmal will sie da irgendwo tanzen, ja, dancen. So heißt das Wort. Tanzen. Jetzt labern sie über irgendwas Wichtiges. Stimmt, wie ist der eigentlich direkt, wie hat er uns direkt gefunden? Hätte man die Mission auch mit Trevor starten können, weiß ich nicht. Wie viel labern die eigentlich noch? Ich warte mal kurz. Ah, die sind fertig. Ja. Okay. Mit unserem Homie. Unserem neuen... Er rennt voll. Hallo, warte mal. Mit unserem neuen alten Homie. Dass Michael unter Polizeischutz steht, also Zeugenschutzprogramm, wusste ich gar nicht. Host man, he's like any closeted TV presenter, bitter as fucking vinegar. Where the fuck are they? Hello, sir. May I please have your name? Where the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta. Fuck, screw that. Where the fuck's Laszlo? It doesn't matter. It is quiet. All right. Yeah. That was really good. All right, it's the auditions, Fame or Shame, season 14, right here in Vinewood, San Andreas. Coming up next, it's Tracy DeSanta. Judges, Tracy DeSanta. Yes. Hi. All right, Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's beautiful. You're so original, like a basket full of puppies or a rainbow or a pile of puke. Oh. Who are these clowns? That's my dad and Trevor? Two dads. Great. Wow. Very San Andreas. What are you guys doing here? Yeah, what are you doing here? Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. He's got a little show to do here. Okay. Three, two, one.
All right, it's fame or shame for Tracy DeSanta. Music! When I came home last night, you wouldn't make love to me. You went fast asleep. Yeah. You wouldn't even talk to Shake me. Shake what your daddy's gave See, you, honey. I'm so crazy. Mm. Get down, stuff a 20 in this. Oh! Fucking something about this. That's enough. Oh, oh, I said that's enough! Oh, no. Hey, I got security! Security! What'd you fucking Hold say? Come on, big guy! Come on! There. No! Fuck! No. Come here, you little shit! No. Tracy! Okay. Wir schnappen uns den. Michael, Vorsicht! Verfolge Less Love. Alter, wie abgeht! Hi. Okay, der haut. Ah, da. Okay, wir sollen in den Truck. In den Laster, okay? Gut. Alter, wie abgeht. Komm, verpiss dich. Ist er schon drin, Michael? Jupp. Nice. Der kleine Wichser. Ich dachte, die greifen hier. Oh, Wichser. Ich dachte, die greifen direkt ein. Wir haben erstmal zugeguckt, schön. Aber es war ja nicht live. Wir machen den jetzt erstmal schön kalt. Wie alt ist unsere Tochter eigentlich? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich wollte auf jeden Fall... Ah, Anhänger, ja, den brauchen wir nicht. Stöß. Was soll ich sagen? Achso, ja, ich wollte halt sagen, dass die schöne Brust hat. Wollte zuerst natürlich wissen, wie alt die ist, weil, ja, aber muss ja aufpassen, ne? Aber wenn die Person in der Sendung mitmachen darf, dann wird sie wohl schon 21 sein, denke ich mal. Also in dem Amerika ist ja ab 21. Weißt du was, denke ich mal. Weiß ich jetzt gar nicht. Das ist normal bei Sachen. So, oh, der ist ganz schön schnell unterwegs. Und ich kenne das Spiel. Ich komme wahrscheinlich gar nicht ran. Und irgendwann hält er irgendwie an, baut einen Unfall oder wie das immer so ist. Deshalb konzentriert hinterherfahren, nicht 100% geben und alles riskieren. Weil das da sieht man ja, da ist alles programmiert mit dem Zug. Natürlich klar, also wer GTA gespielt hat, der muss das eigentlich wissen. Aber trotzdem versuche ich dann immer. Manchmal, ja. Trotzdem die direkt zu töten. Weiß man nicht, ob es geht, ihr Ficker. Es ist halt interessant, wenn ich einen Speedrun mache irgendwann. Da muss man sich informieren, ob man Missionen schneller machen kann. Na komm, du roter Flitzer. Wow! Oh, ich kann nicht so schnell bremsen. War das hier wieder, wo ich den Monsterstand gemacht habe? Oder versucht habe, besser gesagt. Oh, das muss ich auch noch machen. 25 Monsterstand. Wow. Ja. Egal, wir haben noch alle Zeit der Welt. Ah, bremsen. Was labern die da eigentlich? Ja, genau. Halt am besten mal. Nee, ich bin Gangster. Ich fahre über Rot. Nice. Könnte ich auch wechseln? Will ich jetzt irgendwie nicht riskieren. Also bisher, weiß nicht, ob das nur wegen den Anfangsmissionen so war, aber wenn man die Mission wechseln konnte, wurde das immer angezeigt. Wow. Und man musste nicht selbst überlegen, ob man wechselt. Moment. Nee. Ja. Gut, das habe ich jetzt anders erwartet, also bevor ich GTA 5 gespielt habe. Oh, ich glaube, der ist fast weg. Ah, ne, da vorne ist er. Darf ich... Oh, ey, ich wollte ihn überfahren. Geht nicht. Hat auf einmal angehalten. Hey, guys. You run out of batteries, huh? I didn't mean anything by it, all right? Oh, yeah? Well, that little girl sat on my lap when she was 2 years old. And I swore to God that I would rip the fucking skin off anyone who fucking wronged her. Look, I'm just a dumb A-list celebrity trying to entertain America, okay? I got a lot of stuff going on right now, dude, besides you trying to kill me. Now I got multiple sexual harassment lawsuits, plus I'm an addict, all right? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. I jack it in traffic. What's your talent, huh? I mean, aside from love and sex. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. That's my genius. I got no fucking talent. You clearly ain't being humble, T. You proved your point. This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. And you! Pants off. Okay. There you go. All right.
What are you doing? Now, I want you to dance sexy, celebrity. Mm-hmm. I mean, I need music or... Are you trying to fucking annoy me, huh? I'll dance. Good. What the fuck is that? All right. All right, now drop it like it's hot, all right? I want to see you get nice and low. Come on. Lower. Lower. Come on. Oh. Please don't kill me, okay? I'm supposed to be on a magazine cover next week. All right, come on. Get no! up. Take off. Go, now, before I change my mind. I got it all on my camera, you fucking pussy. The world's gonna see your shit. I'm going home. How the fuck did you do it without me for 9 years, huh? Oh, shit. Dave. We need to talk. I was about to tell you the same thing. Okay. Meet me at Galileo Observatory as soon as you can get there. Okay. Okay. Erfolg. Wiederbelebte Freundschaft. Neuer Kontakt. Trevor, wen haben wir jetzt angerufen? War das ein Bulle? Weil wir stehen ja im Zeugenschutzprogramm, wie gesagt. Ja, 50%. Ich darf hier parken. Der Haken an der Sache. Keine Ahnung. Okay. Ja, automatisch speichern. Ja, haben wir ein... Ah, Moment, da war ja ein B. Zu sehen. Wen haben wir denn hier? Federal Investigation Bureau. FIB. Okay, Bullen. Ja gut, davon habe ich schon gehört. Die sind da oben, alles klar. Haben wir ein Fragezeichen? Nein, wir haben aber ein Fragezeichen für Trevor. Aber was können wir machen? Was ganz schnell geht? Ja, was muss ich machen für die Mission? Ich weiß jetzt gar nicht. Dummtidum. Ich bin gerade überfragt. Ich würde sagen, wir wechseln zu Trevor. Wenn es geht. Jo. Und machen das Fragezeichen. Ich könnte eigentlich schon den Part beenden, aber nee, will ich nicht. Wir machen einfach die nächste Mission. Also, Fremde und Freaks. Fragezeichen. Ist er jetzt in seinem Truck? Yay! Motherfucker! Ja, das bist du, mein Schatzi. Also, Trevor kommt mir manchmal leicht pädophil, schwul vor, halt, homosexuell. Aber der ist einfach nur krank. Dabei belassen wir es. Das Auto will ich nicht. Ja, egal. Das haut ab. Ja, und das geht auch. Mit dem bin ich auch das Rennen gefahren. Straßenrennen müsste ich auch mal machen. Ich glaube ab 22 Uhr mit Franklin. Muscle Car, nice. Ja, Rennen, weil man muss 5 gewinnen. Da weiß ich aber jetzt noch nicht. Also ich habe ja durch den Fremden und Freak da Hao, den Chinesen oder Vietnamesen, Japaner, keine Ahnung. Ist jetzt wahrscheinlich ein Südkoreaner oder so. Durch den haben wir die Straßenrennen damals freigeschaltet. Damals, muss ich schon sagen, ist jetzt auch schon länger her. Und man muss 5 gewinnen für die 100%. Weiß ich jetzt nicht, ob das eine Rennen dazu zählt. Kann ja einfach mal 5 machen. Weiß nicht, wie viele es genau sind, weil bei dem Spiel muss man halt nicht immer alles machen. Zum Beispiel Monster Stunt, es gibt 50, man muss 25 laut der Checklist machen. Und so Sachen, wie zum Beispiel, man muss irgendwie so Messerflüge mit dem Flugzeug machen, muss man auch, glaube ich, 8 machen. Und unter Brücken durchfliegen mit dem Flugzeug muss man auch nicht durch alle, glaube ich, durchfliegen. Moment, war hier nicht die Villa von dem Mafiosi? Ist die neu gebaut? War das die hier? Ich glaube, das war die hier sogar. Ah, ne. Oh, geil, die wird gebaut. Ha. What the fuck? Ey, oh. Das oben war noch nicht. Da hat es gerade auch geleckt, kurz. Ist ein bisschen zu spät geladen. Anscheinend gerade das erste Mal da wieder war. Gut, das wird wieder gebaut. Wir haben schon fast 20 Minuten. Guckt trotzdem nach, wer sie hier ist, hier in der schicken Gegend. Hä? Ich hab doch markiert gehabt. What the fuck? Moment. Hä? Bin ich jetzt... Du? Warum ist das Fragezeichen irgendwo anders jetzt? Hallo? Wollen die mich verarschen? Warum ist das jetzt auf einmal da? Alter, das packe ich nicht mehr in den Part.
Nee, gut, dann muss ich ja Schluss machen. Tut mir leid. Das war jetzt irgendwie, habe ich jetzt nicht richtig drauf geachtet. Auf einmal war das weg. Ich will mein Auto. Gut, dann würde ich sagen, beende ich hier den Part und wir machen das einfach im nächsten Part. Das war's für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.